Hallo, das ist Shut Up and Take My Money, unser Format zu Crowdfunding. Und für den Anfang wollten wir kurz nochmal erklären, wo wir demnächst zu sehen sein werden. Wenn ihr das auf einer der Computex-Seiten schaut, zum Beispiel pcgameshardware.de, für euch ändert sich nichts. Schaut ihr das allerdings auf dem YouTube-Kanal einer dieser Seiten, dann werdet ihr demnächst umziehen müssen. Seid ihr allerdings bei YouTube auf Orgenspalter.tv, seid ihr absolut richtig, denn auf diesem Kanal werden wir demnächst nur noch zu sehen sein. Wir ziehen also um, endgültig. Und übrigens, unsere Show hat auch wieder ein paar Spenden bekommen, die wir direkt an die Wand gepappt oder aufs Regal gestellt haben. So zum Beispiel dieses Poster zu einem Spiel, über das wir gleich noch reden werden. Und Süßigkeiten samt Spender von unserem treuen Studio-Designer Marco. Sowie, Sekunde, ein Kartenspiel zu Battle World Chronos, was für Bäcker teilweise, je nachdem, was man sich rausgesucht hatte, mit dabei war und das er uns dann direkt hat mal zukommen lassen. Das ist übrigens ein guter Aufhänger, denn wir wollen jetzt auch erstmal einen Überblick darüber geben, was gerade alles an Versprechen eingelöst wird. Also, welche Produkte rauskommen, in der Alpha sind oder schon unterwegs sind, für die man schon vor einer ganzen Weile Geld ausgegeben hat. So steht es zum Beispiel ziemlich gut um Divinity Original Sin von den extrem sympathischen Leuten bei den Larian Studios. Das Koop-Rollenspiel und Prequel zu allen anderen Divinity-Titeln ist inzwischen für alle Bäcker auf Steam in der Alpha zugänglich und macht einen guten Eindruck. Auch wenn mir noch eben der Koop-Anteil fehlt, der andere Test-Sessions zu Highlights gemacht hat. Aber wie die vielen Talente funktionieren, die Charakterentwicklung und wie es Stretch-Goals ins Spiel geschafft haben, kann man sich zu einem guten Teil schon anschauen. Der erste Teil des Double Fine Adventures Broken Age ist jetzt gerade brandneu für Bäcker raus und auch wenn die Verwirrung um die Teilung des Spiels und immer noch mangelndes Geld weiterhin anhält. Es stellt sich immer noch die Frage, was Double Fine eigentlich ohne das Überfunding wohl gemacht hätte und vor allem, ob sie den Erwartungen gerecht werden können. Denn ich glaube, viele rechnen mit und hoffen auf ein unerhört unterhaltsames, lustiges und geniales Spiel und eine Erfüllung der Gamer-Träume aus den 90ern, als das Adventure-Genre in voller Blüte stand. Da mitzuhalten wird nicht einfach, aber sagen wir so, was ich bisher angespielt habe, besitzt auf jeden Fall den etwas seltsamen und bissig boshaften Humor, der Tim Schafers Markenzeichen ist. Son, what are you doing? Viel stiller gingen die Revolution Studios vor und haben ebenfalls den ersten Teil vom fünften Baphomets Fluch veröffentlicht. Ja, auch die haben ihr Projekt zweigeteilt, um den bereits mehrfach verschobenen Termin einhalten zu können, aber Teil 2 soll diesen Monat noch kommen. Und der erste Teil fing vielleicht eher träge an, aber die Dialoge sind großartig und das liebevolle Setting von Paris voller schräger Charaktere erinnert an die Anfänge der Serie. Was auf jeden Fall schon da ist und dafür gar nicht so lange gebraucht hat, ist, Achtung, Cthulhu, das wir schon vor einer Weile mal vorgestellt haben. Ein Rollenspiel-Setting für Abenteuer rings um den Cthulhu-Mythos zur Zeit des Zweiten Weltkrieges. Die Regelbände und die ersten Abenteuer liegen vor und bereits jetzt hat sich der Uhrwerk-Verlag das Projekt auch geschnappt, um es auf Deutsch herauszubringen. Es ist also nur eine Frage der Zeit, bis die Mischung aus ein paar Klischees, Lovecraft-Horror und Geschichtsstunde auch bei uns erscheint. Und zu guter Letzt gibt es erste Lebenszeichen vom Rekordfilmprojekt. Zum Veronica Mars-Film ist inzwischen ein Trailer erschienen, mit passendem Zeitsprung, Veronicas Rückkehr zu ihrer Privatdetektivschnüffelei und einer scharfzüngigen und coolen Kristen Bell. Was will man mehr? What are you gonna be, just stand gun on me? Don't you think that's gotten a bit old? Original enough for you? Zu Divinity Original Sin haben wir übrigens nicht nur das Poster, sondern wir haben auch Let's Plays aus der Bäcker-Alpha, die ihr ebenfalls auf unserem Kanal findet. Aber zusätzlich zu diesem Überblick haben wir natürlich auch noch aktuelle Crowdfunding-Themen rausgesucht, die man zurzeit unterstützen kann. Kung Fu Bear. Hitler. He's the worst criminal of all time. Why did you kill him? Die letzte Woche hat das hier die Runde gemacht. Eine Hommage an schlechte Filme der 80er und alle Klischees dieses Jahrzehnts in Form von Kung Fury, einem Film um einen Kung-Fu-Polizisten, Nazis, Wikingerdamen in Metallbikinis und nordische Gottheiten.
Es ist nicht nur beeindruckend, wie viel bescheuerter und grandioser Unsinn in diesem Projekt steckt, sondern auch, dass es praktisch ohne Team und nahezu ohne Kosten bisher aus der Tasche eines schwedischen Werbefilmers finanziert und mehr oder weniger in seinem Wohnzimmer gedreht wurde. Nahezu alles ist, dank Vorerfahrung und vorhandenem Equipment, erst als CGI in der Nachbearbeitung entstanden oder zusammengefügt worden. Da aber alles einen Filter für kaputte Videoqualität vergangener Zeiten erhalten hat, fällt das überraschend wenig auf. Außerdem sind die Tricks teilweise auch ziemlich gut. Kung Fury ist großartig bescheuert, schon gefundet und auch schon zu einem guten Teil fertig, also geht man hier als Backer praktisch kein Risiko ein. Ein anderes filmisches Projekt allerdings sucht noch dringend Backer. Derzeit scheint es nämlich bei Legend of Grimrock The Series sehr, sehr knapp zu werden mit der Finanzierung. Dabei haben Wayside Creations schon erfolgreich die zweite Staffel ihrer Fallout-Realserie per Crowdfunding auf die Beine gestellt. Zugegeben, sie wollen diesmal etwas mehr Geld und so recht weiß man nach dem Trailer noch nicht, was genau an Serie bei rauskommen wird, außer dass die Backer mit abstimmen sollen. Nur dass es, da die Vorlage ein Dungeon Crawl mit Heldengruppe war, vermutlich um ein Trüppchen Fantasy-Figuren in finsteren Korridoren gehen wird. Vielleicht sind die Leute von Wayside Creations ein bisschen sehr von sich eingenommen, aber sie haben ja bisher auch ziemlich gute Arbeit abgeliefert. Kommen wir zu reinen Spielethemen. The Repopulation war, wie Wayside Creations, auch schon mal Gast auf Kickstarter. Damals sollten für das MMO nur $25.000 eingenommen werden und die große Frage ist, wie zur Hölle haben sie mit vergleichsweise wenig Geld geschafft, so viel auf die Beine zu stellen? Repopulation wird ein Science-Fiction-Sandbox-MMORPG mit ähnlichen Ansätzen wie die erste Version von Star Wars Galaxies. Was heißt, dass man auch vollkommen ohne Kampf nur als Handwerker, Händler oder sogar Unterhalter eine wichtige Rolle im Universum spielt. Der jetzige Kickstarter soll nur darüber entscheiden, welche Features noch vor Release angegangen werden können und welche nach hinten geschoben werden. Wer das vielversprechende Projekt bislang noch nicht auf dem Schirm hatte, kann so auch noch in die bereits für den März geplante Beta einsteigen. Und der dritte wiederkehrende Kandidat in dieser Folge ist Predestination. Auch dieses rundenbasierte Science-Fiction-Strategiespiel in guter alter Master of Orion-Tradition hat sich schon einmal finanzielle Hilfe auf Kickstarter geholt. Tatsächlich ist das Projekt jetzt zurück, weil es noch mehr Geld bekommen hat. Beziehungsweise, weil das durch das Crowdfunding bewiesene Interesse es möglich gemacht hat, einen Kredit für das Spiel aufzunehmen und weitere Features einzubauen. Und der jetzige Kickstarter soll nur eines dieser Features vollständig möglich machen, nämlich die Option, Schiffe in 3D zu designen und zu individualisieren. Dafür braucht es nur $3.500 und die Stretch Goals, wie die Erweiterung des Systems für Raumstationen, werden eines nach dem anderen geknackt. Für späte Backer bedeutet das auch, dass sie noch einmal mit allen Vorteilen in das Spiel einsteigen und Beta Zugang oder andere Goodies bekommen können. Fehlt nur noch das WTF-Projekt dieser Sendung und es kommt diesmal von zwei ernsten Herren mit einem Auftrag von Gott. Oder zumindest das, was sie dafür halten. Wenn ihr Religion, speziell christliche, sehr ernst nehmt, solltet ihr aber vielleicht jetzt besser ausschalten. Lamanish, you've come for me? Is Abraham with you? Come. Let's depart at once. We realized there was nothing out there in the market in terms of a Bible-based video game that had high quality and was really fun to play. Call of Abraham soll ein PC-Rollenspiel werden, in dem man die wichtigsten Stationen des biblischen Vaters der Buchreligion miterleben kann. Nicht als Abraham, sondern als irgendein anderer Typ und laut des befragten örtlichen Priesters nah an der Bibel, aber ganz offensichtlich fern archäologischer Funde. Es sieht ein bisschen so aus, als habe man mit der Technik der Jahrtausendwende einen Sandalenfilm der 60er umgesetzt. Das könnte nach trashigem Spaß klingen, wären nicht alle Beteiligten sehr bieder dabei zu erklären, dass mit diesen sogenannten Videospielen endlich noch mehr Kinder zur Bibel finden sollten. Dieses Ziel wird vermutlich ebenso weit verfehlt wie das Funding-Ziel und persönlich bin ich mir auch nicht sicher, ob das Schnetzeln und Schlachten von Abrahams Zeiten die beste christliche Botschaft für ein Spiel wäre. Egal, dieses Ding wird ohnehin nie das Licht der Welt erblicken. Gott sei Dank. Das war's für heute. Wir sehen uns das nächste Mal. Tschüss und bis dann. Und falls ihr auch noch irgendetwas zum Studio beitragen wollt, dann schreibt an die eingeblendete E-Mail-Adresse. Ciao. I'm so lovely, lovely.